Paukenschlag bei Werder Bremen. Mit sofortiger Wirkung hat sich Werder von Sportchef Thomas Eichin getrennt. Dies teilte der Club am Donnerstag mit. Damit entscheidet sich Bremen im internen Machtkampf also für Skripnik und gegen Eichin. Letzterer hat den Rauswurf des Trainers gefordert. Nachfolger von Eichin wird Frank Baumann, der bisher als Direktor Profifußball und Scouting eher im Hintergrund tätig war. Baumann soll in der kommenden Woche die Arbeit aufnehmen.